Am Freitag ist es endlich soweit. Die frisch renovierte Holzbrücke zwischen Vaduz und Sevelen darf wieder benutzt werden. Ganze 13 Monate hat die Instandstellung der Rheinbrücke gedauert. Martin Laukas von der Bauverwaltung der Gemeinde Vaduz zieht positive Bilanz. Also ich bin sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Einmal ist es von der Planung her sehr gut gewesen. Denn die Arbeiter haben sie nicht immer leicht auf dieser Brücke. Gerade im ersten Halbjahr, wo es sehr kalt war zum Arbeiten, auch jetzt. Ist eigentlich bis auf 2-3 Monate im Sommer angenehm gewesen auf dieser Brücke. Der Rest von der Zeit hat es auch kalte Tage oder geregnet. Und vor allem ist draußen immer ein gehöriger Wind gegangen. Aber sie haben alle wahnsinnig gut gearbeitet. Wir haben noch keinen Unfall gehabt. Wir haben keine unvorgesehene Mehrkosten gehabt. Und für mich als Begleiter von der Brücke von der Gemeinde Vaduz aus, bin ich natürlich sehr stolz, dass ich so ein tolles Projekt mitbegleiten hat dürfen. Nun ist fast alles neu an der Brücke. Pfeiler, Traggerüst, Boden, Dach und Beleuchtung. Das morsche Holz wurde ausgetauscht. Die Stützen neu sind aus Beton aufgrund des Hochwasserschutzes. Und auch wurde entschieden, das ursprüngliche Bild der Brücke wiederherzustellen. Also es ist so, dass man ungefähr in den 30er Jahren, also vor gut 80 Jahren, hat man ein Schindeldach gehabt. Das hat man dann, wie es voll war, ersetzt gegen das Eternitdach, das eigentlich bis jetzt auf dieser Brücke war. Und wir sind in der Arbeitsgruppe der Meinung gesehen, dass bei dieser Brücke, dass man ursprüngliches Bild wieder herstellen möchte, dass man die Brücke so zeigen möchte, wie sie früher einmal gesehen ist, und hat sich darum für ein Schindeldach, für ein Holzschindeldach wieder entschieden. Ab Freitag ist die Brücke wieder für Fußgänger, Radfahrer und auch Reiter freigegeben. Eine Neuheit, die Beleuchtung betreffend, wird es dann noch im Frühjahr geben. Ich werde noch nicht zu viel dazu verraten. Das wird dann im Rahmen von einer feierlichen Eröffnung im Frühling im nächsten Jahr der Bevölkerung den vorgestellt. Aber es wird auf alle Fälle heller als wir früher.